schon jetzt so fertig, ne? Wir waren vorhin so um 8:30 Uhr Fußballspiel. Es war richtig warm. Ich glaube 34 Grad. Und dann hat es angefangen richtig fett zu regnen. Ich hatte auch keinen Bock, mein Handy mitzunehmen. Und so, ich glaube, wir haben 40 Minuten so in richtig fetten Regen gespielt. Wir waren klitschnass und nach Hause gefahren. Jetzt war mein Onkel und geduscht. Also, wir sind auch reich. Das ist der Reiche. Ich kann mal euch einen kleinen Einblick zeigen und dann, wenn ihr wollt, gleich hier auch mal irgendwann das Haus zeigen. Wenn ihr wollt. So sieht es ungefähr aus. Das war richtig anstrengend. Ich habe auch, ich glaube, 1,5 Jahre kein Fußball gespielt. Ich bin zum Volleyball gewechselt. Deswegen war es schon etwas anstrengend und ungewohnt. Ah, ich hatte noch direkt einen Ankle Breaker. Also nach einer halben Stunde. Hat es richtig getan. Aber nach 15 Minuten konnte ich halt wieder spielen. Die waren okay. Okay. Die waren okay. Ey, gerade eben eine Massage gegönnt. Von Leuten, die blind sind. Eine Stunde lang. Es war schon sehr interessant. Boah, mein Körper wurde auseinandergenommen und so. Ich habe gerade einen Kumpel aus Deutschland abgeholt. Und wir schwingen gerade ab. Mal schauen. Mal schauen, wo er gleich, ob er gleich kommt. Ihr werdet ihn dann sehen. Boah, ich treffe heute zum ersten Mal in Vietnam. Ein Kumpel aus Deutschland. Die letzten paar Jahre davor noch nie. Heute das erste Mal. Ich frage mich, was wir machen werden. Boah, scheiße, es fängt gerade an zu regnen. Das ist der Kollege aus Deutschland. Ja, okay. Bewerte mal einfach, oder? Wie schmeckt's? Nicht schlecht. Ich glaube, das schmeckt besser. Echt? Ja. So. Aber beides schmeckt, beides schmeckt. Ich denke, das ist besser, dieses Lasch. Ja. Ist eher fruchtiger. Ja. Aber beides gut. Hier. Ich bin jetzt schön gegangen. Auf entspannt. Richtig spontan, weil keine Ahnung hat, was wir machen. Wir waren davor noch im Center. Mal schauen, wer. Alter, wenn man hier Billard spielt, dann werden diese Kugeln von den Leuten hier eingesammelt und uns sortiert. Und die sind hier richtig so gastfreundschaftlich und so. Oder? Was? Sind die gastfreundschaftlich? Ja, eigentlich schon. Ciao, Bratan. Das war's auch vom Tag. Wir haben eigentlich nicht viel gemacht, wir waren nur kurz. Der Elli, was ich noch nachträglich sagen wollte, war, dass beides okay war, halt war Grapefruit, Smoothie-mäßig und fruchtig. Fruchtig mochte ich nicht so, sondern eher Smoothie, aber waren halt nur okay. Und danach waren die halt beim Big C, die wollen Arcade-Game spielen, aber die haben es geändert in einen Kinder-Indoor-Spielplatz. Deswegen haben wir nochmal lang überlegt, sind einfach umgefahren, um zu schauen, ob es irgendwo Volleyballfelder gab, um zu gucken, ob wir das mitspielen können. Die gab es, aber die waren halt nicht gesetzt, sodass wir nicht mitspielen konnten. Deswegen waren die nochmal spontan Billard spielen, was hier um die Ecke war. Wir haben ein paar Runden gespielt. Ey, das ist voll die Ehrenmänner, die sammeln das einfach so für uns ein und so. Also, das habe ich ja schon gesagt. Ja, ich konnte nicht so gut filmen, weil mein Kumpel hat gefilmt. Er wusste nicht, dass ich nicht diesen Format drehe, sondern das Quer-Format. Ja. Mal schauen, was ich heute noch mache. Ich bin gerade beim Fußballfeld. Warte gerade auf meinen Cousin.
er sollte kommen. Ich glaube, es dauert schon so 20 Minuten. Ich weiß nicht, was ich jetzt mache. Ich habe meine Crew 6 getroffen, aber die fahren alle mit dem Fahrrad, weil die Sport machen. Gleich gehen wir nochmal ins Kino, aber erstmal essen. Ich zeig doch erstmal dann Rostock-Kumi, ich bin nicht der einzige Moped-Fahrer. Okay. Mein Cousin kam jetzt uns beide abgesetzt, damit ich jetzt meine Schwester und Cousin abholen und dann zu meinem Cousin nach Hause bringen. Weil sonst hätte ich keinen Platz auf dem Motorrad, deswegen gehen wir jetzt Eis essen. Ich habe keine Ahnung, wer es ist. Ich hatte ihn von damals, der ist auch ein bisschen schüchtern. Ich habe mich jetzt umentschieden und kriege es süß. Boah, so. Zuckerrolle. Ich glaube, er ist jetzt einfach weggelaufen. Ah, ich glaube, er halbiert oder trittelt oder fickelt sogar. Mal schauen, wie er es macht. Ah, er schält das. Vietnam ist sowas eigentlich verboten. Ja. So sieht das jetzt aus. Ich werde mal kurz probieren, wie es schmeckt. Hat so einen eigenen Geschmack. Ich kann es nicht beschreiben. Aber es ist lecker. So habe ich das gerne, nicht gerne getrunken. Aber jetzt geht's eigentlich. Malto? Irgendwelche merkwürdigen Getränke. Aus diesen Kisten dort. Jiawa. 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 Ja, Galaxy Cinema Wing. Wo möchtest du mit diesem Film? Nein, ich möchte nicht kaputt. Aber ich glaube, wenn man das auch trinkt, dann kann man sich daran gewöhnen, glaube ich. Er isst diese Pflaumen sogar.